Ja, liebe Dallas Stars-Fans, das Wochenende steht an und wie gewohnt nach dem Training am Donnerstag geht es wieder ein Interview. Und heute haben wir einen Interviewpartner zu Gast, der die letzten 4 Monate ziemlich im Hintergrund war. Jetzt ist er wieder zurück. Jakub Svoboda, unser Stürmer. Hallo Jakub. Exactly 4 months was your break. Well, how happy are you to be back in the team? Ja, natürlich freue ich mich, dass ich wieder spielen kann. Ich habe ja 4 Monate jetzt pausieren müssen, habe die halbe Saison verpasst. Aber jetzt hoffe ich, dass alles okay ist und ich den Rest der Saison dann gut weiterspielen kann. Ja, jetzt gab es ja nicht nur die Verletzungen, die man operieren musste. Du musstest ja auch in Form bleiben. Wie schwer war es da für dich, da einfach den Rhythmus auch zu finden? It was the injury itself. It has to be fixed. You had a surgery. And... But you had to get in shape in the last weeks. How hard was it for you to get into the rhythm, to get in shape? Well, das war natürlich wirklich nicht einfach. Es war sehr hart, hier wieder zurückzukommen und mich in Form zu bringen. Und es wird sicherlich auch noch ein paar Spiele dauern, weil in einem Spiel auf dem Eis zu stehen, ist natürlich was anderes wie im Training. Das Größte, was ich aber vermisst habe, das war einfach, mich zu bewegen, immer hier Sport zu machen und dieses ständige Rumliegen, das war wirklich nicht besonders toll. Jetzt warst du 4 Monate außerhalb der Mannschaft, hast die Mannschaft beobachten können. Wir haben eine sehr gute erste Hauptrunde gehabt, die erste Hälfte der Hauptrunde. Wie hast du die Mannschaft da von außen gesehen? Ich denke, der Unterschied zwischen dem Beginn der Saison und jetzt ist einfach die gewisse Lockerheit. Da war einfach alles flüssig, alles locker. Wir haben uns ganz einfach getan, Tore zu schießen. Und jetzt ist es einfach viel härter als vorher, ein bisschen verkrampfter auch. Man braucht mehr Chancen, um ein Tor zu erzielen. Ich denke mal, das ist eigentlich der größte Unterschied. Ich denke, dass die Jungs aber trotzdem immer noch sehr gutes Eishockey spielen. Da hat sich sicherlich nichts geändert. Aber vielleicht einfach diese Lockerheit und Gelassenheit, das ist der Unterschied. Du bist jetzt wieder zurück im Team, das ist eine tolle Sache, aber jetzt haben wir natürlich ein Luxusproblem. Wir haben 5 Imports, 4 dürfen nur spielen. Das ist definitiv jetzt ein Wettbewerb, Konkurrenzkampf. Wie siehst du das? Ja, auch bei 4 Kontingentspielern ist es ja nicht immer sicher, welche Rolle du spielst. Das heißt nicht, dass man sich da einfach zurücklehnen kann, wenn man da sozusagen gesetzt ist. Aber jetzt bei 5, da gibt es natürlich sicherlich einen Wettbewerb. Man muss immer voll Gas geben, um spielen zu können und spielen zu dürfen. Und wenn man das nicht macht, dann kann es sein, du sitzt auf der Tribüne. Gut, dann schauen wir mal, wie das Ganze dann wird in den nächsten Wochen, in diesem wirklich harten Programm. Jakob, wir wünschen dir das Allerbeste, ein gutes Comeback, toi toi toi. Und schon mal jetzt schöne Weihnachten, nice Holidays. Das war's, noch ganz kurz der Hinweis auf das kommende Heimspiel am Sonntag. Da ist der EHC Freiburg zu Gast und da gibt es 2 Aktionen, nämlich der Powershot mit G-Man. 25.000 Euro gibt es da zu gewinnen in der zweiten Drittelpause. Und unser Partner Cambly, der wartet mit leckeren Gebäcküberraschungen auf. Also jede Menge Gelegenheit, hier sich das Weihnachtsfest auch zu versüßen. Also da freuen wir uns drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.